Die Battlefield 1 Beta, die ist ja nun fast vorbei und wenn ihr immer noch nicht genug kriegen könnt vom Ersten Weltkrieg, dann schaut euch auf jeden Fall mal Verdun an. Denn Verdun, das ist auch ein, ist so ein kleiner Multiplayer-Shooter, der auch im Ersten Weltkrieg spielt. Den gibt's auf Steam für 23 Euro und der hat so ein bisschen andere Herangehensweise an das ganze Weltkriegsthema, denn Battlefield 1 sagt ja in erster Linie, Gameplay ist das Wichtigste. Das heißt, wir versuchen so realistisch wie möglich an die Sache ranzugehen, aber das Wichtigste ist eben, dass das Spiel immer noch Spaß macht. Verdun hingegen, um jetzt nicht zu sagen, dass es keinen Spaß macht, aber es wählt halt wirklich den Approach Realismus als allererstes. Also tatsächlich, ihr seht jetzt gerade, es ist viel mit Schützengräben, also so wie man es eigentlich auch von Battlefield erwartet hatte, aber wo dann die Leute doch eher meistens rumrennen, so wie ich das jetzt gerade mache. Aber man ist viel in Deckung, man lauert viel und man stirbt viel schneller. Das heißt, ein einziger Schuss reicht in der Regel schon aus, zu sterben. Und deswegen muss man wirklich viel in Deckung bleiben. Es ist ein sehr, sehr brutaler Kampf an den Frontlinien, um die voranzutreiben. Also in dem Hauptmodus ist es tatsächlich so, dass man sich so ganz langsam in den Schützengräben vorankämpft. So, da habe ich jetzt gerade wen umgelegt. Dass man sich da ganz langsam an den Frontlinien vorankämpft. Oh, da ist einer. Fuck, der sieht mich bestimmt. Dort. Ne, das ist einer von mir. Ups. Ja, also man schreitet sehr, sehr langsam an der Frontlinie voran, treibt sie Zentimeter für Zentimeter voran und dann gibt es sogar immer so Gegenangriffe der Gegner, wo man sich da wieder zurückziehen muss und verteidigen muss. Ja, also es ist, das Gameplay an sich ist deutlich weniger actionlastig und deutlich trockener und irgendwie dadurch auch brutaler als Battlefield. Oh, jetzt haben wir uns gegenseitig getötet. I like drums. das heißt, ja, es ist halt so, es hat nicht dieses Blockbuster-Feeling. Es ist halt so, ja, so einfach richtig trocken und dadurch wirkt es halt irgendwie so brutal. Also es ist, vielleicht merkt man das gerade im Gameplay. Ich weiß nicht, ob man es, wenn man es gerade nicht selber spielt, merkt, aber das ist, es ist auf jeden Fall schon interessant, auch gerade weil man irgendwie, ja, weil man halt mit seinen Kameraden in Squads halt zusammenspielt, hier zum Beispiel versuche ich es jetzt einfach mal bei meinen Kollegen zu bleiben, ich weiß natürlich nicht, ob das mit den Randoms hier jetzt klappt, man gibt den Squads Namen, jeder hat auch eine eigene Rolle in dem Squad, also es ist nicht so wie bei Battlefield, dass man sich das frei aussuchen kann, sondern es ist tatsächlich so, dass in jedem Squad gibt es bestimmte Klassen und die müssen halt einfach erfüllt werden. Das ist zum Beispiel auch ganz cool. Ich schau mal kurz, ob ich das hier sehe. Ja, genau. Hier haben wir zum Beispiel den Corporal. Der kann so Artillerieschläge anfordern. Den Rifleman, denke ich mal, ein Standard-Assault-Rifle-Typ. Ein Gunner, der hat wahrscheinlich etwas schwerere Kaliber und ich bin hier der Grenadier. Ja, und da gibt es halt ganz viele verschiedene Squads und Squad-Konstellationen, in denen man sich dann begeben kann. Und die Squads zum Beispiel leveln halt auch zusammen auf. Also je stärker der Squad wird, desto und je länger du mit dem zusammenspielst, desto stärkere Upgrades schaltest du eben auch für den Squad frei. Was finde ich auch ein relativ cooles Feature ist eigentlich. Also eine coole Idee und etwas, was dieses Spiel anders macht als Battlefield. Vom Umfang her ist es natürlich nicht vergleichbar. Also es gibt keine Fahrzeuge so richtig. Es gibt 4 Spielmodi. Einmal halt diesen, das ist der Hauptspielmodus, das ist eben dieses Fronten verteidigen und angreifen, wo sich die Front nur langsam verschiebt. Dann gibt es ein klassisches Deathmatch, sowohl für Gruppe als auch für Solospieler. Und dann gibt es noch so einen Teamplay Koop-Modus, wo man halt verschiedene Gegnerwellen abwehrt gegen die KI. Aber das ist es dann auch schon.
Trotzdem denke ich mal, ein Spiel, was für eine bestimmte Zielgruppe, vielleicht auch die bei Battlefield 1 jetzt nicht so überzeugt waren und gesagt haben, das ist mir irgendwie alles zu, jetzt laufe ich hier gerade raus, das ist mir irgendwie alles zu, zu sehr Battlefield und zu wenig World War 1. Oh, ich werde exekutiert? Nein. Aber ich werde getötet. die jetzt sagen, ja, Battlefield 1 ist mir zu sehr Battlefield und zu wenig der Erste Weltkrieg tatsächlich. Für die Leute wäre vielleicht Verdun eine Idee. Und ansonsten, wenn ihr jetzt, wie gesagt, aus der Battlefield-Beta kommt und sagt, ey, ich will jetzt eigentlich nur mal weiter Erster Weltkrieg spielen, bis dann Battlefield tatsächlich auf dem Markt ist, dann solltet ihr auf jeden Fall in Verdun mal reinschauen. Auf Steam kostet das Spiel 23 Euro, wie gesagt, und ist es auch gerade für PlayStation 4 erschienen, für die Konsolenspieler unter uns. Also da kann man das jetzt auch spielen. Ist halt, wie gesagt, so ein kleines... Oh, das war ein Gegner. Hab mich versagt. Ist halt, wie gesagt, so ein kleines Nischending. Aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wenn einen, wie gesagt, das Szenario so sehr interessiert, dass man das halt ein bisschen ernsthafter behandelt noch haben möchte. Denn natürlich ist es spielerisch weniger zugänglich als jetzt ein Battlefield, was einfach dieses Battlefield-Gefühl hat, wo es sich einfach total richtig anfühlt. Ich meine, die Grafik ist jetzt auch nicht hässlich, aber sie ist jetzt halt auch nicht wunderschön, also auf keinen Fall vergleichbar mit Battlefield 1. Hier verschiebt sich jetzt gerade die Grenze, das sieht man jetzt zum Beispiel, weil wir so oft gestorben sind. Entschuldigt mein etwas noobhaftes Gameplay hier. Es ist wie immer nicht so leicht, gleichzeitig darüber zu sprechen und sich voll aufs Spiel zu konzentrieren. Außerdem höre ich auch gar keinen Ton. Wie gesagt, Verdun, auf jeden Fall eine Empfehlung für World War I-Liebhaber und vielleicht sogar eine Alternative zu Battlefield 1 für diejenigen, die sagen, nee, Battlefield 1 war jetzt bisher eher für mich enttäuschend. Ich werde auf jeden Fall bei Battlefield 1 bleiben, denke ich mal. Aber so in der Zwischenzeit kann man schon mal ab und zu Verdun spielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und sehe euch dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.